Hallo Leute, ich wünsche euch einen guten Morgen. Letzter Tag unserer Tour im Osten, Tag 4. Auf dem Weg zu einer Location haben wir dann nochmal was anderes entdeckt. Man findet ja hier sehr viel. Natürlich bietet sich das an, hier einmal anzuhalten und das mal so ein bisschen genauer zu untersuchen. Das sieht sehr vielversprechend aus. Man sieht, schon eine tolle Sache. Es handelt sich hierbei wohl um ein altes Kraftwerk. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dann begleitet mich einfach mal. Wird bestimmt ganz, ganz interessant werden. Also. So, wir befinden uns dann halt im ersten Teil des Gebäudes und wir schauen dann mal, was es hier so alle gibt. Schon mal die Taschenlampe, nehmen wir mal vorsichtshalber. Oh, weite Gänge, weite Gänge. Da laufe ich aber jetzt nicht bis hinten hin. Das heißt, ich versuche mal nach oben hinzukommen. Doch einmal durchgehen. Es nutzt nichts. Sonst komme ich nicht auf die andere Seite. Naja, ich brauchte doch nicht hinten rumgehen. Hier war ja doch so ein kleiner, schmaler Gang. Den habe ich gar nicht gesehen gehabt. Und ja, dann wollen wir jetzt mal die Treppe hochgehen. Aber nicht die. Wir nehmen mal gleich die. Natürlich schon durch. Hält. So, den Weg jetzt zurückgelegt. Wir stehen jetzt an der Lok. Eindeutig nichts für etwas größere Leute. Ja. Auch hier nagt natürlich der Zahn der Zeit. Sehr schön. Es ist wirklich Verfall. Es ist alles heile, nichts kaputt gekloppt, nichts zerstört. Ja, sehr herrlich sowas.
So, hier haben wir mal eine Steuereinheit. Um diese Turbine da zu regeln. Eine auf jeden Fall davon. Und wir gehen jetzt mal schauen. Ich glaube, hinter der nächsten Tür ist dann wohl das Herz der ganzen gesamten Anlage. Schalter und Hebel. Die laden immer so ein. Die laden immer ein zum Drücken. Nix, nix. Ja, sehr schöner Raum. Alte Technik, nichts Digitales. Denke ich mal, dass nichts Digitales hat, nichts wohl mechanisch und elektrisch wohl, wo irgendwelche Motoren gesteuert werden. Nächste Tür. Das macht Spektakel. Was? Nix. Ja. Fahrzeuge. Nummer 1, Batterien. Dann zweige ich mal hier ab. Da ist nicht viel hinter, ne? Okay. Hier ist schon ein bisschen mehr hinter der Schalttafel. So, ich bin mal wieder auf dem Weg nach oben. Hab schon ein bisschen was geschafft, so die Hälfte. Und es geht noch ein bisschen mehr hoch, nach da. Und da suche ich mir jetzt mal den Weg für. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich lang muss. Und melde mich dann gleich wieder. Zum höchsten Punkt.